So, da sind wir wieder. Wir kämpfen immer noch gegen Heerscharen von diesen kleinen, krabbelnden, ekligen, grünen Dingern. Obwohl die langsam eigentlich echt mal ausgehen müssten. Ah, aber von innen her. Wow, unser einer Magier ist ja richtig angeschlagen. Ja, wenn die Gegner uns da von hinten angreifen können, dann tut es echt richtig weh. Weil die Magier halten ja echt gar nichts aus. So, hier kam schon mal eine Käferarmee her. Ich höre Klapper. Was machst du? Irgendwas. Ich liebe Schalter, die irgendwas machen. So, und hier ging doch auch was auf. Ja. Mehr Kräuter sind immer gut. Noch mehr Kräuter sind immer noch besser. Und hier ist gar kein zweiter Schalter. Dafür eine Kampfaxt. Ja. Braucht Axt 5. Schade. Aber Angriffskraft 20. Die hier hat Angriffskraft 10. Schöne Sache. Da freut sich doch unser Minotaure. Nächstes Level Up ist das seins. So, apropos Level Up. Er hat hier noch eins. Wir können Feuermagie weiter erhöhen. Mit 16 gibt es nämlich noch einen neuen Spell. Alternativ könnten wir die 4 Punkte jetzt auch in Spellcraft setzen, damit er schneller zaubern kann. Ich glaube, ich nehme schneller zaubern. Weil selbst mit dem Anfangsspruch hier kommen wir sehr gut zurecht. Und ich höre schon wieder das Angekrabbel kommen. Probier noch gleich mal aus. Wo? Hinter uns natürlich, ihr garstig klein. Ja, kann wirklich ein bisschen schneller zaubern. Also schneller als Klicknack. Apropos Klicknack. Level up bei Klicknack. Wir haben die Wahl zwischen einem Vitalitätspunkt und einem neuen Zauberspruch. Ja, bei ihm teilen wir uns hier gerade so auf, ne? Wir haben die Wahl zwischen Erdmagie, die fast nur Giftzauber hat, die uns nichts bringen, und Luftmagie. Aber wir haben jetzt schon 13 Punkte in Erdmagie gesetzt. Es wäre irgendwie ärgerlich, wenn wir jetzt auf Blitz umswitchen. Das hätte ich echt am Anfang mehr durchdenken müssen, aber ich... Naja doch, es wäre absehbar gewesen, dass es Gegner geben wird, die gegen Gift resistent sind. Aber Resistenz gegen fliegenden Blitz sind wenige Gegner. Ah, hier ist halt das Praktische, es gibt noch den Giftschutz. Der könnte interessant werden, sobald wir keine Gegengifte mehr haben. Also Spellcraft lernt er jetzt erstmal gar nicht. Aber ich glaube doch, dass ich jetzt Punkte in Blitzmagie, Luftmagie reinsetzen werde. Denn so ein Greater Lightning Bolt, wie da unten bei 27 aufgeschrieben ist, der klingt schon ganz praktisch. Also man kriegt wohl irgendwo ein Lightning Bolt, ich nehme an bei 9 oder 14. Und bei 27 wird er nochmal verstärkt. Das gleiche hat halt jeder andere auch. Bei Erdmagie würde halt der Giftbolzen verstärkt werden. Nur können wir den Giftbolzen recht häufig nicht einsetzen. Ja, komm, machen wir es einfach. So. Das heißt, er hat jetzt ein Spell noch nicht herausgefunden. Dann probieren wir noch mal kurz ein bisschen rum. Es wurde ja schon mehrfach verlangt, quasi. Also, das ist Luft. Und der Giftbolzen war so, ne? Ne, das war das Schild. Hier war der Giftbolzen. Der war Gift und Luft. Ja, aber wie machen wir jetzt einen Luftbolzen? Luft und Luft? Geht nicht. Na gut, wir nehmen jetzt Luft und das. Geht nicht. Luft und das. Geht nicht. Luft und das. Geht nicht. Oder hat keinen hochgenügenden Skill. Luft und das. Wie jetzt? Nicht genug Energie? Ah, ne. Nicht skillt genug. Das ist auf jeden Fall auch ein Spruch und ein sehr schwieriger, sonst wäre seine Mana-Reserve nicht sofort auf 0 runtergegangen. Na gut, hochschlafen
Und wir gucken mal, wie es im Essen aussieht. Also da ist unser Essen. Ich drücke jetzt mal R. R ist auf vollen Lebenspunkten. Jetzt gucke ich mal. Wir schlafen jetzt so lange, bis Klicknack volle Mana und Lebenspunkte hat. Und dann schauen wir, ob der Minotaure Essen verloren hat. Weil es kann ja gut sein, dass man fast kein Essen verbraucht, wenn man nicht regeneriert. Da natürlich auch was lernen in dieser Folge. Muss ja auch mal sein zwischendurch. Zwischen dem ganzen panischen Rumgelaufen und Monster töten. Wollen wir auch was lernen für den zweiten Playthrough, ne? Mit der perfekten Party. Und er hat was verloren, wenn auch nicht besonders viel. Also so 2-3 Pixel nach links ist er schon verschoben. So, wir waren am Probieren. Also das und das war ein mächtiger Luftzauber, den wir aber noch nicht sprechen können. Das und das vielleicht. Nein. Das und das war der Giftbolzen. Wenn auch in einer anderen Reihenfolge, es ist ja eigentlich Gift, Luft und nicht Luftgift, aber da macht er wohl keinen Unterschied. Geht auch nicht. Und nichts gilt noch. Also wir haben jetzt alles mit der Luftrune kombiniert und sind trotzdem nicht auf unseren Spell Level 9 gekommen. Das ist Nummer 4, das ist 19, das andere ist alles Erdmagie. Das heißt, der Level 9 Spell wird aus 3 Runen bestehen. Das ist nicht so toll. Na gut, dann werden wir wohl auch die Schriftrolle finden müssen. Was eh mehr Sinn macht. Bei dem Dungeon Master konnte man ja auch von vornherein alle Sprüche sprechen, aber ich fand es immer komisch, weil die kennen die Sprüche hier noch gar nicht. Erst wenn man die Spruchrollen findet. Aber naja. Also wir sind hier jetzt, wenn ich das richtig sehe, fertig. Mit dem ganzen Rumrätseln und getimten Rätseln und jede Menge Gegnern und was weiß ich. Ja, das war ein interessantes Level. Gucken wir, was das nächste zu bieten hat. Schon mal ganz viele komische Statuen. Die alle das Zahnrad im Hintergrund haben. Ha, es muss ein wichtiger Platz sein, wenn so viele Statuen hier aufgehängt werden. Ganz viele Türen haben wir auch. Da kommen wir her. Und da ist was eingestürzt. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in den Hallways, ist eigentlich Flur. Also in der Wohnung ist der Hallway ein Flur. Und sonst ist es halt so eine Art Gang oder Halle. Keine Gegner, die uns anspringen. Keine Fallen. Nur eine leere Zelle. Oh. Das könnte eine Art Gefängniskomplex sein, aber warum denn die ganzen Statuen? Das ist unpassend. Da müssen wir irgendwo runterspringen? Nee. Aber da scheint ein Schlüssel zu liegen. Und da ist ein Gang nach rechts. Also ist hier irgendwo vielleicht ein Gang nach links. Also da haben wir reingeguckt und ich habe da einen Gang abzweigen sehen. Das heißt, hier müssen wir eigentlich irgendwie durch. Ah. Ja, dieses Umgucken hat echt was gebracht. Vielen Dank für den Tipp nochmal. So, du kommst mit und du bist ein normaler Eisenschlüssel, richtig. Da ist kein so ein Zahnrad dran. Und eine Kiste. Die nimmt mal er. Und Licht. Ha! Nie mehr Fackeln aufsammeln. Braucht Spellcraft 5. Ja gut, das ist dann seins. Und Licht funktioniert mit oben Mitte. Oben Mitte. Licht. Fackel weg. Fackel weg. Fackel weg. Fackel weg. Ja, 1-2 behalten wir mal auf Reserve. Aber das ist sehr, sehr praktisch und schön. Was haben wir hier? Oh. Noch ein Secret. Also ja. Manche Secrets sind mir echt zu einfach. Ausweichen plus 8. Oh, das kriegt unser Dieb auf jeden Fall. Weil bei ihm werden ja die Umhänge verdoppelt. Die Stats von den Umhängen. Weil er halt ein Dieb ist mit der einen Fähigkeit.
Er hat jetzt schon 39 Ausweichen. So, du kriegst den anderen, damit du nicht ganz so oft getroffen wirst. Ja, das war ein sehr schönes Secret. So kann das weitergehen. Und noch ein Lichtzauber. Ja, bisher mag ich diese Ebene sehr gerne. Aber irgendwo kommt gleich garantiert ein Haken. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Wir haben gerade einen gefunden. Den benutzen wir mal. Aber irgendwie kommt der Lichtzauber nicht ganz so stark vor wie eine Fackel. Ich hoffe mal, ihr könnt noch einigermaßen gut sehen. Sonst schreit einfach in den Kommentaren. Dann benutze ich wieder Fackeln. Also, dann laufe ich wieder zurück und sammle alle Fackeln ein. Oh, und die kann man kaputt machen. Stimmt, stand auch in den Kommentaren. Ich habe das ganz vergessen. Irgendjemand meinte, man könnte immer versuchen, die Fässer kaputt zu hauen, ob da was drin ist. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt zur Ebene 3, war das, glaube ich. Und da mal das Fass kaputt schlagen, um zu gucken, was drin ist. Und hier haben wir einen chinesischen Drachen. Was auch immer der in einem Dungeon macht. Also, die Statue eines chinesischen Drachen. Ich nehme mal jetzt nicht an, dass der sich bewegt. Wenn doch, erschrecke ich mich gleich. Hm. Sieht ein wenig aus, als wenn er gleich einen Feuerball spucken würde als Falle. Da bin ich doch mal neugierig. Vielleicht, wenn man den Schlüssel umdreht, kommt dann von da ein Feuerball angeflogen. Weil ich wüsste nicht, warum er sonst nach hier guckt. Ich höre übrigens so ein Meerlicht. Bringt nichts. Ich höre übrigens so einen Flattermann im Hintergrund. Hier vielleicht auch, aber die waren ja nicht wirklich schwer. Und ich laufe im Kreis. So, zurück. Da ist ein Einsturz. Das heißt, da ist eine Fallgrube. Oh, ernsthaft. Hm. Keine Schalter. Nö. Heißt, wir haben unseren Schlüssel erstmal verschwendet. Na gut, vielleicht finden wir hier noch einen zweiten. Ja. Armbrustbolzen. Huh. Und Feuerschild. Feuerschild ist Feuer und das in der Mitte scheint wohl so eine Art Schutz zu sein. Ja, ich weiß, da steht alles in der Anleitung. Aber die will ich nicht extra rauskramen. Besser gesagt, das erstmal bei Steam rauswühlen. Das ist ja irgendwo unter Steam-Apps abgespeichert. So, Feuer und das in der Mitte. Probieren wir mal. Feuer, das in der Mitte. Und der ist nicht skilled genug. Schade. Ah, für später wissen wir das schon mal. Und ja, ich weiß, das Inventar von ihm wird langsam ziemlich zugemüllt und von ihm auch durch die ganzen Spruchrollen. Der kann weg. Aber ich behalte die trotzdem, weil ich öfters mal die Kombination vergesse. Und hier haben wir eine alte Notiz, die mir gerade in die Augen fällt. Türen aus Eisen. Große Schätze können hinter ihnen gefunden werden. Um Zugang zu bekommen, such nach kleinen Details und benutze deinen Verstand. Das heißt, wir haben jetzt diese eine Tür, die wir geöffnet haben, war wohl irgendwas wie ein Super-Secret. Auch wenn ich es nicht wirklich schwer fand, zu dem einen Schlüssel zu kommen. Zumal wir zwangsweise da vorbei mussten, um das Level abzuschließen. Obwohl, nein, mussten wir gar nicht. Wir brauchten eigentlich nur die vier Papierfetzen. Wir hätten nicht in die Fallgrube runterspringen müssen. Aber ja, ein wirkliches Rätsel ist für mich was anderes. Aber wir werden wohl noch mehr von diesen Eisentüren finden. So, jetzt waren wir hier überall oben. Wir haben keinen zweiten Schlüssel gefunden. Und das war, glaube ich, die Voraussetzung, um hier hinter weiterzukommen. Aber wir können einfach mal die Fallgrube runterspringen. Weil wir so gerne Fallgruben runterspringen. Also, speichern wir ab. Es ist eh Zeit für einen Cut. Und in der nächsten Folge springen wir da einfach mal runter und gucken, wo wir rauskommen. Das klingt ja noch ein Plan, oder? Bis gleich.